Wer hinausgeht in die Fremde, kommt als anderer Mensch zurück. Eine Erfahrung, die viele machen, wenn sie andere Kulturen kennenlernen. Auch Martin Rath aus Reutlingen ging es so. Während seines Jurastudiums in Kapstadt hat er sich verliebt. Verliebt in afrikanische Kunst. Und als er wieder zurückkam in seine Heimat, da hat er diese Liebe sogar noch ausgeweitet. Seither sammelt er Bilder von der Schwäbischen Alb. Sogar ein kleines Museum betreibt er inzwischen. So kann es gehen manchmal. Martin Rath, persönlich. Was mich am meisten begeistert, Kunst. Kunst deshalb, weil es vielfältig ist und über Jahrhunderte die Menschen begeistert. Schon in der Freizeit mit Hobbys, mit Sport war es sicher so, dass wenn ich das gemacht habe, dann wollte ich ans Limit. Und dann bin ich zufrieden, ohne dann irgendeinen anderen Maßstab anwenden zu müssen. Aber mein persönliches Limit ist mein Ziel. Martin Rath sammelt Kunst. In Afrika hat er Jura studiert und dass er dort seine Leidenschaft für die Kunst entdeckte, ist in seiner Kanzlei in Reutlingen klar zu erkennen. Auf die heimische Malerei stieß er eher zufällig. Bei einer Auktion, da kam mal ein Bild zum Aufruf Schwäbische Alb und habe ich mal geguckt und dachte, was ist denn das? Und dann war das ein kleines, günstiges Gemälde, ja? Und ich habe es einfach so gekauft, ja? Ohne jetzt große Hintergründe, aber dann habe ich gesehen, als ich es daheim hatte, was für ein nettes Gemälde das war. Und es war zufällig aus meiner Heimat um die Ecke gleich die Schwäbische Alb hoch bei Salmendingen. Und da hat mein Sohn zum Beispiel Skifahren gelernt. 20 Jahre ist es her, da machte er in Kapstadt ein Auslandssemester. In die Landschaften dort hat er sich verliebt. Gebannt auf Gemälden nahm er diese Eindrücke mit nach Hause. Ja, das sind die Omataka-Berge in Namibia. Wenn man das dann so mal erlebt hat, die trockene Luft, den Himmel und so, man fühlt es halt nochmal. Und das ist das Schöne. Ich genieße es jeden Tag aufs Neue, wenn ich das hier sehe. Weil ich wieder das spüre und rieche, wie das damals in Afrika war. Und das habe ich hier auf den Schwäbischen Alben ähnlicherweise. Das Albgut in Münsingen ist Heimat des Albmalermuseums. Hier hat er sich eingemietet und betreibt ein Privatmuseum gemeinsam mit Bruder Thomas und seiner Frau Martina. Durch Martins Sammelleidenschaft hat sich das so ergeben. Zu Hause immer schon gefrotzelt, ja, wir haben so viel, wir können ein Museum eröffnen. Und dann war ich eigentlich froh, als sich das hier angeboten hat. Dann war von zu Hause alles weg, Gang leer, Keller leer, Bühne leer, Garage leer. Und ja, es macht auch Spaß. Im Erdgeschoss zeigt Martin Rath wechselnde Albmaler im Rahmen von Sonderausstellungen. Ein Teil seiner eigenen Sammlung, die mehr als 600 Bilder umfasst, hängt dauerhaft im oberen Stockwerk des Museums. Also hier oben sind nur Gemälde von Malern, die hier auf der Schwäbischen Alb gearbeitet haben, die hier in ganz unterschiedlicher Weise und ganz unterschiedlich interpretiert wiedergegeben ist von den ganz verschiedenen Künstlern, die hier tätig waren auf der Schwäbischen Alb die letzten 150 Jahre. Sie werden eigentlich viele Gemälde in der Landschaft zeigen und auch Städte, die es so kaum mehr gibt. Auch andere Kulturgegenstände will Martin Rath erhalten. So zum Beispiel die 500 Jahre alte Walzmühle im oberen Lauchertal, die er vor einigen Jahren gemeinsam mit einem Freund erwarb. Das ist jetzt schon drei, vier Jahre her, wo ich gemeinsam mit dem Gunter Heinzmann, schon einen Jugendfreund, uns entschlossen haben, dass wir das hier übernehmen und betreiben. Und seitdem versuchen wir das herzurichten, dass das erhalten bleibt und als Museum erlebbar ist. Und hier das Besondere ist eben, dass alles so erhalten ist, wie man es die letzten 100 Jahre hier genutzt hat. Und das war der Ansporn und das verbindet es auch mit dem Alb-Maler-Museum. Einfach, wir möchten Sachen erhalten und zeigen, die sonst verschwinden. Ja. Das ist die Heimat, meine Heimat. Und ich merke das halt hier, wenn ich draußen bin. Und ich bin regelmäßig draußen beim Laufen. Das ist einfach Energiequelle. Wenn ich morgens laufen bin oder abends, habe ich hinterher, bin ich voller Energie. Hier draußen auf der Alb, die Ruhe und die Natur genießen, das gibt mir Kraft. Ja, und jetzt hier mein absoluter Lieblingsplatz, Dreifürstenstein hier in Mössingen. Und dann, wenn man hier hochkommt aus der Hektik und dann plötzlich die Ruhe hat, das ist halt der Punkt, wo man unglaublich Energie tanken kann, zumindest ich. Und deshalb hier mein absoluter Lieblingsplatz.